alle 5 Jahre ist Europawahl, wo die Bürger der EU-Mitgliedstaaten ihre Abgeordneten im Europaparlament wählen. Aber wie viel Einfluss haben Europaabgeordnete eigentlich? Beziehungsweise wie viel zählt meine Stimme? Im Europaparlament gibt es 96 Sitze für deutsche Abgeordnete. Bei 82 Millionen Einwohnern macht das ungefähr 854.000 Einwohner pro Parlamentarier. Österreich hat 18 Sitze im Europaparlament. Bei 8,1 Millionen Einwohnern ergibt das einen Abgeordneten pro 461.000 Einwohner. Luxemburg hat 6 Sitze im Europaparlament. Teilt man die Einwohnerzahl von 580.000 durch die Zahl der 6 Sitze, erhält man in Luxemburg einen Durchschnitt von einem Parlamentarier pro 97.000 Einwohner. Genau hier setzt die Kritik derjenigen ein, die fordern, one person, one vote. Das Verhältnis von Einwohnern zu Parlamentariern ist unproportional. Das klingt ja so, als hätte meine Stimme bei der Europawahl gar keinen Einfluss. Das stimmt so aber nicht. Denn da es für das Europaparlament keine 5%-Hürde gibt und letztendlich nicht alle Einwohner wahlberechtigt sind und nicht alle Wahlberechtigten wählen gehen, reichten bei der Europawahl 2014 schon 184.709 Stimmen für einen Sitz im Europaparlament, in dem Fall für Martin Sonneborn. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bewertet das Video bitte positiv mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und bis bald.